Scheiße. Der Herr Kulinek hat eine Autonummer erkannt, ein paar Tölz, SZ und ein Vierer. Hat der ein Augenzeichen und sagt mir nichts, das kann jetzt schon wieder aufgelatschen. Sie fix, vielleicht steht er da umeinander. Freunde, willkommen bei der Reichsbürger-Satire und der verfluchten Folge 13. Freunde, bei uns gibt es die 13. Wir sind ja schließlich hier nicht im Flugzeug und mein Vlog steht außerdem gegen Verschwörungstheoretikern und deswegen auch gegen Aberglaube. Und somit übernehme ich die volle Verantwortung dafür, wenn ihr euch gleich totlacht, euch zu Tode schämt oder ihr von der Blödheit von Rüdiger angesteckt werdet. Ich müsste dann ja sowieso nicht mehr euch entschädigen, denn in zwei der drei Fälle wären wir ohne den Tod und in den anderen Fall blöd. Freunde, kennt ihr das? Wenn ihr ein Video von Staatenlos Info schaut und das noch richtig nachwirkt und ihr euch noch voll die Gedanken macht, was Rüdiger da sagen will. Nein, ich auch nicht. Denn Rüdigers Videos sind einfach nur seichte Unterhaltung, etwa auf dem Level, als wie Ben Boneklings über Bernd das Brot erzählt. This is Bernd das Brot, aka Bernd the Bread. Ich hatte euch ja schon in meinem letzten Video darauf hingewiesen, auf das Star Wars Satire Video von Rüdiger und Wackeldackel. Achtung, stillgestanden, Lord Helmchen hat. Und für alle die, die jetzt denken, oh, das klingt ja spannend, das muss ich mir mal angucken. Freunde, müsst ihr nicht. Ich habe euch hier die qualitativ hochwertigsten Dialoge mal rausgesucht. Und zusammengeschnitten. Hier sind sie. Genau. So sieht das aus. Ja, das zum einen war sehr interessant und dann zum anderen Chewbaccas Bestätigung. Chewbacca? Chewbacca hat das genau bestätigt. Freunde, eigentlich läuft doch alles gut. Also die Entwaffnung der Reichsbürger, die schreitet voran. Immerhin müssen die jetzt schon statt Laserschwertern Neonröhren nehmen. Und außerdem machen die Reichsdeppen nichts mehr. Freunde, neulich war ich mal auf YouTube unterwegs, wollte mich auf dieses Video vorbereiten und ein bisschen gucken, was haben denn die Reichsdeppen alles so Neues gebracht, was ich zerreißen kann. Und es war kaum was da. Zieht euch das rein. Guckt euch das an. Ich suche jetzt einfach mal nach Sabine Müller, weil Sabbelbiene ist immer für eine Verarschung gut. So, ist ja auf mehreren Kanälen, aber das neueste Video von ihr hier auf dem Kanal Rechtssteuer ist vom 16.01.2017. Ja, halt's Maul, Sabbelbiene. Sabbelbiene hat seit anderthalb Monaten, seit 6 Wochen nichts mehr gemacht. Wie sieht es denn mit der guten alten Cassandra aus, der Lichtkriegerin Nofretete König? Guck ich mal an, diese Hackfresse. Nofretete König hat hier in diesem Kanal gar keine Videos. Als Videos, die sie mag, hat sie zuletzt vor 2 Monaten etwas angegeben. Also mit anderen Worten, Nofretete König, die Cassandra, ist komplett inaktiv. Was machen denn die Twin Boys Schönes? Die Twin Boys. Letztes Video am 14.01.2017. Ich vergesse die negativen. Tiere groß. Alter. Warum geht ihr nicht? Ist euch schon mal aufgefallen, wie verkommen die aussehen? Also kein Wunder, dass sie nichts mehr machen. Die bauen von Tag zu Tag ab. Ja, gucken wir mal rein in den Schwachsinn. Ihr wollt die Lösung? Ihr habt doch alle Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Vögel, Pferde. Warum geht ihr nicht mit den Menschen genauso um wie mit den Tieren? Genau. Weil ihr gebt denen ja Essen, ihr gebt denen ein Zuhause, ihr kümmert euch drum, so und genau, und sagt der Katze, geh mal arbeiten oder was? Richtig. Oder den Hund. Die Twin Boys wären Traumkandidaten für jede Zwillingsstudie nach dem Motto, ist Doofheit vererbbar oder wird es anerzogen? So, trotzdem weiter. Der guten alten Katie Kixkoma, der geilen Sau. Katie Kixkoma. Letztes Video vor 4 Monaten.
Am 18.10.2016, also eigentlich seitdem wir sie zerrissen haben, hat sie nichts mehr gemacht. Reichsdeppen, was ist los? Ihr entzieht mir meine Lebensgrundlage. Ist euch das schon mal aufgefallen? Warum macht ihr keine Videos mehr? Schämt euch. Und was bleibt uns da eigentlich anderes übrig, als uns einfach mal ein bisschen zurückzulehnen und so ein paar Spielchen zu spielen oder Rätsel zu raten? Freunde, ich habe ein paar Suchbilder vorbereitet. Hier, 4 Stück sind das und ich fange einfach mal an. Hier, das erste ist einfach. Wo auf diesem Bild ist Widerstand versteckt? Na, habt ihr's? Wer hat auf die Meute getippt? Sag's mal, buh, nein, natürlich nicht. Der einzige Ort, an dem auf diesem Foto Widerstand versteckt ist, ist natürlich hier. Okay, ne? Prinzip verstanden? Suchbild 2. Wo auf diesem Bild ist Entschlossenheit versteckt? Geht auch, oder? Ne? Also das Schloss, das ist ja offen und deswegen ist es war mal zu. Und deswegen ist es entschlossen. Also dieses Schloss zeigt Entschlossenheit. Kapiert? Ging auch, oder? Also, nächster. Bisschen anspruchsvoller. Wo auf diesem Bild ist Kampfgeist versteckt? Na, der ist nicht ganz so einfach, aber die Klugen werden es auch rausgefunden haben. Hier, das Gespenst in der Ecke, das ist ein Schwert. Das ist also Kampfgeist. So, und für die Spezialisten jetzt das Rätsel Nummer 4. Das letzte meiner Suchbilder. Wo auf diesem Bild ist Opposition versteckt? Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ich meinte natürlich, wo auf diesem Bild ist ein Opossum versteckt. Entschuldigung an alle, die jetzt ewig gesucht hätten. Entschuldigung. Das waren die Suchbilder und ich hoffe, es war ganz nett. Und sagt mir bitte in den Kommentaren Bescheid, ob ich so eine Suchbilder mal wieder machen soll. Aber übrigens nochmal zurück zur Suche nach den Reichsdeppen und was sie gemacht haben. Ursprünglich wollte ich auch Antje-Sophia mit einreihen in der Aufzählung, aber die hat dann doch frecherweise gerade vor 3 Tagen, also Stand heute, Samstag, ein Video herausgebracht. Ich habe es noch nicht angeguckt, aber wer es zerreißen mag, der soll es zerreißen. Und zum Zweiten, viele von euch werden TDA vermisst haben. Ich habe nach ihm nicht gesucht. Was macht der denn? Ich gebe mal ein, ich weiß zufällig, sein neuer Kanal heißt Dennis Ingo Schulz. TDA 07 ist ja schon längst aus dem Verkehr gezogen. Und was macht der denn? Dieser Kanal ist in deinem Land nicht verfügbar. Natürlich kein Hindernis für die eingefleischten Fans, aber eine Menge hält das ab. Gucken wir mal. Das hier zum Beispiel ist ein Blog. Blablabla. 3641 Abonnenten. Früher hat er immer bis zu 10.000 gehabt. Also Dennis baut auch ab. Und vor allem, er macht in letzter Zeit nur noch langweilige Livestreams über, ja, immer über 2 Stunden, 2 bis 3 Stunden. Das sieht sich kein Mensch an. Also von Dennis ist auch keine Gefahr mehr zu erwarten. Auch eine gute Nachricht. Gucken wir mal in einen seinem Stream rein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Abend, du Pisskopf. Werte Zuschauer, dies ist der 14. Hangout von TTA, Dennis Ingo Schulz. Und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Ah, sehr zahlreich. Und ich möchte mal ganz schnell die Gäste vorstellen. Wir haben heute mit dabei, ich gehe einfach von links nach rechts durch. Und der Gastgeber kommt zum Schluss dran. Na, da bin ich aber sehr beruhigt, dass rechts von Dennis niemand mehr kommt. Askazon, hallihallo. Dann haben wir den Burak. Hallo. Dann den GT. Talking Türke. Ihr seht, wir haben unseren besten Mann dort eingeschleust. Den Chef von Sonnenstadtland. Der schneidet damit. Freunde, eigentlich kann man also auch dann da sagen, alles läuft gut. Es läuft eigentlich alles gut und deswegen kann ich dieses Video auch schon beenden. Ich habe jetzt aus aktuellem Anlass wirklich noch eine große Bitte, wirklich aus gegebenem aktuellen Anlass. Weiß nicht, wer die Medien so mal betrachtet hat in der letzten Zeit. Wenn ihr euch gegen Reichsdeppen wehrt, dann bitte mit Stiel. Ne? Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, Stiel bitte ohne H geschrieben. Ja? Kleiner Scherz am Rande. Bitte haltet euch dran. Wehrt euch mit Stiel. Bis dann. Macht's gut. Ciao.